Und wir starten bei Monika. Monika, was für eine Baklava-Interpretation hast du für uns gebacken? Ich habe für euch Baklava meets Bayern im Sinne eines Apfelstrudels mit einer Apfel-Nuss-Mischung mit Pistazien, Mandeln und Walnüssen. Ja, und dazu habe ich euch Vanillesoße mit Rosenwasser gemacht. Was mich als erstes anlächelt, so ein bisschen dieses Wilde von dem Filoteig. Ist ja beim Baklava auch klassisch, dass es jetzt nicht so ganz gerade ist. Und solche Strukturen hier, die finde ich einfach sehr attraktiv. Es sieht gleichmäßig aus. Hier oben sehe ich auch noch ein kleines Herz. Also auch da wurde ein bisschen dekoriert. Das, was für mich auf jeden Fall als allererstes auffällt, ist die Backfarbe. Die ist wirklich hervorragend. Alleine von der Präsentation her hast du mich schon auf deine Seite gezogen. Sehr schön. Das könnte auch eine Hackfleischtorte sein. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie ein Linseneintopf. Deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, ob du die Aufgabe tatsächlich richtig verstanden hast. Es sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als wenn es eine herzhafte Torte wäre, aber wenn man rangeht, dann riecht man schon diese ganzen Nüsse. Es schmeckt hervorragend. Wichtig war, die Nüsse müssen herauszuschmecken sein. Honig oder Zuckersirup muss im Vordergrund stehen. Du hast so viele Nüsse da drin. Es ist die ganze Zeit irgendwas passiert im Mund. Man kaut die ganze Zeit. Dazu die Äpfel. Die hast du extra mit reingemacht, um die Säure mit einzuarbeiten. Tipptopp. Ich habe immer schön diese Süße. Es ist nicht übersüß. Und mit dem Rosenwasser gibt es wirklich eine Einheit. Vielen Dank. Danke. Liebe Jury, heute biete ich an mein Baklava-Zimt. Also ich habe den Baklava muffiniert oder tatifiziert. Also dafür, dass du eigentlich so mit der Dekoration ja so ein bisschen auf Kriegsfuß stehst, lässt du dir jedes Mal was einfallen? Die Dekoration, ja. Es sieht ein bisschen schlicht aus. Ein bisschen Glanz hätte dem Gebäck auch tatsächlich so gut getan. Die Nüsse, die so karamellisiert sind, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel auch hier vorne die Mandel, die hätte ich definitiv eher draufgelegt. Also wenn du nicht wirklich im Vollbesitz deiner Zähne bist, dann ist es echt schwer, das Ding zu essen. Du siehst hier außen, der Filoteig ist richtig hart, also den hättest du ein bisschen dünner backen müssen. Vielleicht ist es beim nächsten Mal besser, wenn du sie einmal nur ganz kurz vorbäckst, hat der ein oder andere auch schon gemacht, und dann halt nochmal mit dem Sirup bepinseln, bevor die Füllung reinkommt. Dadurch saugt sich dieser Filoteig nochmal so richtig schön voll und dann ist es ein bisschen angenehmer, den zu essen. Was ich schön fand, in dem Moment, wo das Gebäck Richtung Nase kam, habe ich sofort diesen Honig und die Orangenblüte gerochen. Und dann kommt wirklich die Nuss. Ich glaube, du hättest eine Prise mehr Zimt durchaus reinmachen können. Vielen Dank. Dankeschön. Vom Außen sehen sie aus wie diese typischen Muschelbaklava. Gefüllt sind sie aber mit einer Milch-Grieß-Mischung. Und innen drin ist dann etwas Himbeer-Rosen-Kompott. Das ist natürlich eine der klassischen Formen, wie man Baklava zubereiten kann. Das ist eine sehr attraktive Form. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Mut. Hab Mut, dann vielleicht auch mal noch mehr individueller zu werden. Aber ich mag es. Dass es wirklich richtig gut gebacken ist, sieht man daran, dass du hier diese Hohlkammer hast. Also ist da oben richtig knusprig gebacken. Dann hast du hier die Pinienkerne, was natürlich total besonders ist, weil ich glaube, du warst die Einzige, die mit Pinienkernen gearbeitet hat, was auch ungewöhnlich ist, ja, muss man sagen. Und ich finde, das ist auch wirklich ausreichend getränkt. Man sieht es ja auch noch, wo die Beine gelegen haben, aber es ist jetzt nicht quietschensüß. Und da hast du, finde ich, wirklich Fingerspitzengefühl gehabt, genau das richtige Maß zu treffen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Es
so auf den ersten Blick wirklich mehr eine Cremeschnitte, als dass man sagt, oh, da gibt es jetzt Baklava zu essen. Definitiv optisch eine Neuinterpretation. Du hast ja wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Großes Tennis. Erika, also deine, was ist das, Nuss-Nougat-Creme? Ja, mit Sahne. In der Fachsprache spricht man von abgeschissen und die ist nämlich par excellence tatsächlich, hat die sich verabschiedet. Sieht natürlich nicht schön aus. Diese beiden Fette von der Sahne und vom Nougat haben sich nicht miteinander verbunden, weil die Temperatur nicht gestimmt hat. Also da wirklich schauen, dass das tatsächlich auch den wunderschönen Glanz bekommt. Du hast dir wahnsinnig viel Arbeit gemacht, aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall, die du überdenken musst. Dieser Part hier, das sind deine Filoteigplatten, die sind sehr stark aufgeweicht und dadurch wirklich zäh wie Kaugummi. Geschmacklich gefällt mir die Vanillecreme gut. Ich hätte vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Nuance, nicht nur von Zucker, sondern tatsächlich auch irgendwie Rosenwasser, Orangenwasser oder so noch mehr gewünscht, dass das auch noch ein bisschen mit drin gewesen wäre. Vielen Dank. Das ist tatsächlich das Thema zu 100% optisch von außen umgesetzt. Dieser Glanz, schön gearbeitet, Backfarbe ist tipptopp, 10 von 10 Punkten. Unten kann ich noch die Böden sehen, dazwischen die Füllung. Unten auch durchgebacken, auch der Rand schön, nicht zu dick, nicht zu dünn. Sehr schöner Anschnitt. Du hast wirklich ein wunderschönes Nussaroma. Die Süße ist die ganze Zeit mit vorhanden. Du hast es wirklich hervorragend abgeschmeckt. Das ist, ja, es macht einfach Spaß. Ob man so ein ganzes Stück wirklich aufbekommt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist sehr mächtig, aber es ist sehr lecker und fein, handwerklich, auch wirklich vom Filoteig sehr gut umgesetzt. Dankeschön. Danke euch. Ich habe euch Filoteigschiffchen gebacken, die auf hoher See ganz schön zu kämpfen hatten. Also optisch ist es für mich auf jeden Fall eine neue Interpretation. Baklava wäre jetzt nicht ein Gedanke, der zu mir kommt, wenn ich das Gebäck irgendwo sehen würde. Wir sind natürlich draußen in der Natur. Wir haben hier 25 Grad im Zelt, die Scheinwerfer kommen dazu. Und wenn du dann halt sowas Leichtes wie eine Mascarpone-Creme zum Beispiel zum Dressieren nimmst, irgendwann läuft die Creme natürlich automatisch weg. Deswegen hätte ich jetzt einen Unterbau quasi, der glatt ist. Weil wenn du dann, sag ich mal, so eine Wölbung hast und da versuchst dann die Tupfen an den Rand drauf zu dressieren, die haben ja gar keinen Stand. Also da war vom Aufbau her ein Fehler. Das hätte definitiv, egal wie, es hätte nicht funktioniert. Das hier, dieses Kissen, ist wirklich hervorragend. Ich hätte nicht drauf gewettet, dass es tatsächlich einen Knack gibt, aber es gibt einen Knack. Das heißt, du hast es natürlich auch schon schön ausgebacken. Es ist eine sehr, sehr schöne Süße. Vor allen Dingen oben drauf mit dem Baiser. Sehr cleverer Schachzug, muss ich sagen. Genial gelöst. Das Einzige, was gänzlich untergeht, ist tatsächlich die Pistazie. Das, was tatsächlich die Baklava ausmacht und was wir uns ja gewünscht haben, dass das nussige Aroma vorkommt, geht leider gänzlich unter. Der Filoteig handwerklich richtig umgesetzt, geschmacklich noch ausbaufähig. Vielen Dank. Der Fluch der roten Schürze. Ich finde, er sieht sehr einladend und lecker aus, vor allen Dingen. Schöne Backfarbe, leichte Bräunung, nicht zu doll. Also der Anschnitt ist wirklich wunderschön. Eine ganz dezente Süße, passt aber tatsächlich zu diesem Ziegenfrischkäse dazu. Es ist ja eh, sag ich mal, der Ziegenfrischkäse, dass er öfter mal mit süßen Komponenten kombiniert wird. Sehr raffiniert gelöst.
wir wollten natürlich auch die Baklava wiedererkennen und ich finde, das kann man auf jeden Fall. Trotzdem ist es ein ganz eigenständiges Gebäck. Es ist wirklich, glaube ich, eine sehr köstliche Vorspeise. Ich könnte die aber auch als Hauptgang essen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Friesentorte als Baklava interpretiert. Habe ich heute hier mitgebracht. Das Erste, was man wirklich gut bei dir erkennen kann, ist die Backfarbe hier von deinen ganzen einzelnen Böden und vor allem auch der Glanz, der da drauf ist. Das mit den Fächern gefällt mir gut, auch mit den Tupfen. Ich finde, es ist eine ziemlich geile Kombination, weil du hast oben drauf nochmal dieses Raue, aber gleichzeitig den Glanz, der darf nicht fehlen, den will man sehen und den hast du wirklich hervorragend ausgearbeitet. Viel Spaß beim Anschneiden. Schöner Anschnitt auch bei dir. Man kann hier wirklich sehen, wie hier die einzelnen Filo-Schichten zu erkennen sind. Dann die Füllung dazwischen. Die ist jetzt logischerweise ein bisschen niedriger, weil das Gebäck ist halt zerbrechlich. Und wenn man da mit dem Messer rangeht, dann sackt sie halt so ein bisschen zusammen. Und das mit dem Pflaumenmus, sensationeller Schachzug, wirklich genial gelöst, muss man sagen. Du riechst diese gerösteten Nüsse und das ist wirklich so wunderschön als Aroma. Das Einzige ist wirklich, dass es wirklich schwer ist, das Ding zu essen, ohne sich komplett einzusauen. Aber das ist ja echt typisch auch für die Friesentorte. Die kann man genauso schwer essen. Also von daher eigentlich alles richtig gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitfiebern. Habt ihr noch nicht genug von das große Backen? Dann findet ihr hier ganze Folgen aller Staffeln auf Join. Oder aber ihr wollt weiterschauen, dann gelangt ihr hier zu der nächsten Folge. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Das könnt ihr da tun. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.